verspreche dir, ich bin anders. Es ist nicht mal close. Du wirst denken, dass ich dich verarsche, wenn du mein Gameplay siehst. Wenn du dann die Elo siehst, in der ich bin. Versprochen, Bro. Please. Hi. So, du bist, Mister, willst du mich überzeugen? Yeah. So, okay. Dann erzähl mal, warum solltest du mich überzeugen? Was hast du, was mir... Warte mal, erstmal das Wichtigste. Welche Elo bist du? Ich bin gerade Gold 3. Und welche Rolle spielst du? Gerade Jungle, aber eigentlich bin ich mit dem Main. Aber Jungle ist entspannter, deswegen. Okay, so gut. Dann erzähl mal, warum du so mega krass bist, dass ich dir hier meine Zeit geben soll. Warst ja sehr überzeugt von dir. Digga. Okay, kennst du Team Ranked? Say, von früher. Klar. Da hatte ich gespielt und früher war ich auch Ding. In Solo Queue war ich halt Platin, mein Peak war Platin 2. Und Team Ranked habe ich halt immer... Also unser Team war Diamond 3, ist ja anders in Team Rank, wenn dein Team Diamond 3 ist, dann spielst du ja ausschließlich mit High Diamond und Challenger, damals zumindest. Und ich habe halt in so Teams immer mitgespielt. Und ich meine auch, dass ich gut performt habe. Meine Teammates meinten auch so, ey, mach mit, obwohl du Gold und Platin bist. Ich weiß nicht, ich habe jetzt einen anderen Kumpel, der schaut gerade zu, der ist Master-Spieler, der sagt auch, dass ich dich überzeugen werde. Warum bist du dann Gold? Ich weiß nicht. Aber was sagt dein Master-Kollege dazu, warum du ein Gold bist? Er meint, ich müsste mehr spielen. Und wie viele Games hast du gemacht die Season? Ich weiß gar nicht. 100 insgesamt. Und dann bist du Rank. Gold, obwohl du Master bist? Ey, er sagt es, nicht ich. Aber ja, doch, doch, doch. Safe. Das macht ja wenig Sinn. Hast du die Confidence, weil du das selbst auch so siehst oder weil dir das andere sagen? Ist so 50-50-Ding. Manchmal zweifle ich schon an mir selbst, aber... Das macht dann ja keinen Sinn, oder? Wie genau? Du definierst dich doch nicht dadurch über das, was die anderen sagen. Nein, nein, also mir wurde schon gesagt, dass ich gut sei und ich weiß auch, dass ich gut bin, aber dann dieses, dass ich dann manche Games verliere, von denen ich denke, yo, ein echter Master-Spieler hätte es gewonnen. Ey, ich sag nicht, dass ich Master bin, gell? Ich denke, dass ich so Diamond-Spieler bin, Hardstack-mäßig, wenn ich dann viel spielen würde. Okay, warte mal, einen Moment kurz. Ich bin kurz gemutet. Also, das kommt nicht rein mit seiner Sprachnachricht. Hier ist nochmal seine Sprachnachricht. Ey, Bro, ich kann mir vorstellen, dass du sowas in der Art schon viel zu oft gehört hast. Aber ich verspreche dir, ich bin einer der talentiertesten Spieler, die du jemals getroffen haben wirst. Falls du mir erlaubst, mich irgendwie vorzustellen, gameplay-technisch oder so. Aber ich bin halt stuck in Neuler, you know? Aber Bro, ich verspreche dir, ich bin anders, okay? Und ich weiß auch, dass übel frech von mir ist und low-key arrogant, dich kostenlos nach deiner Zeit zu fragen, weil ich weiß, wie viel sie wert ist oder halt generell, wie viel du verlangst, gerechtfertigt. Aber Bro, bitte gib mir eine Chance. Holy shit. Ich bin anders. Ich verspreche dir, ich bin anders. Es ist nicht mal close. Du wirst denken, dass ich dich verarsche, wenn du mein Gameplay siehst. Wenn du dann die Elo siehst, in der ich bin. Versprochen, Bro. Please. Also er klingt jetzt im Vergleich wie eine Pussy. Dort klang er mega confident, ne? Ich guck's mir an. Wir gucken es uns an. Okay, pass auf. Kannst du in dein Game reingehen? Machst du die Bildschirmübertragung an? Wie, du hast kacke Internet, Digga. Ich flipp aus. Wie deine Übertragung ist, crispy clean. Wenn du wirklich gut bist und ich wirklich denke, Alter, der gehört mindestens nach dir, schenke ich dir 2 Stunden. Schock. Ich achte nicht drauf, ob du gewinnst. Ich achte drauf, wenn ich zugucke und ich denke, Alter, der ist dir. Okay. Gut, dann mach deine Übertragung an und dann, let's go hier. Ey, aber pass auf. Ich finde, wenn man nichts zu verlieren hat, ist nicht worth it. Wenn du verkackst, musst du 5 Subgifts raushauen. Deal. Deal? Okay. Ey, das ist das Mindeste von mir, ohne Witz. Ich find's auch krass, dass du es überhaupt machst. Klar, warum nicht? I mean, du bist halt mega überzeugt von dir. So, ey, weil ich hab auch nichts zu verlieren. Entweder scheißt du hart rein, ja, und ich hab einfach Clickbait-Video, ich hab Content für den Stream. So, oder du smurfst mega ab und ich hab auch wieder Content für den Stream, weißt du? Ich kann nicht verlieren. Yeah. Ich hoffe, dass du Content wegen meinem Smurfing haben wirst. Ja, anders, ey, ich hab mir auch schon gedacht, dass übel peinlich werden könnte für mich. Ja, das stimmt. Ich. Wie lange spielst du schon Jungle? Boah, schon länger. Ein paar Monate. Okay, also bist du nicht neu. Nee. Weil eigentlich will ich Jarvan bannen, aber ich weiß nicht. Aber? Ich würde so groß reden, gell? So, ich hätte jetzt legit gesagt, aber weil wir in Gold sind, ist Ramos bestimmt besser als Jarvan, aber ich bin selber Gold. Ich bin mir dessen bewusst, gell? Ich weiß auch, wie krass sich das anhört, was ich hier labe die ganze Zeit. Oder was ich in der Sprachnotiz gesagt habe. Ey, jetzt kommst du nicht mehr raus! Ja, ich weiß. Egal. Wie findest du gerade Nidalee? Sehr stark. Da muss man drauf haben, ne? Schon. So. Also ich sag, bevor man nicht Master ist, sollte man Nidalee nicht spielen. Okay. Gold Nidalee. Wie findest du First Strike? Bruder, Digga, ich sag dir gar nichts dazu. Du machst jetzt erstmal dein Ding. Ich bin hier im Kino, ich will mich zurücklehnen und enjoyen, weißt du? Digga, der arme Typ. Ich hoffe, falls ich enden sollte, dass du wenigstens den Ansatz siehst. Ich achte nicht auf Win oder auf Lose, sondern auf Performance und Mindset und so weiter. Was hast du hier vor? Erzähl mal, also wenn es für dich möglich ist, erzähl mal, was du so machen willst in deinem Game. Also, ich finde, generell spiele ich sehr aggressiv. Ich counter Jungle extrem viel. Aber
Vi ist halt ein Monster. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es hinkriege. Okay. Aber da hatte ich dich schon gefragt, was du hier vorhast. Ich glaube, du hast nur gesagt, dass du aggressiv spielst, oder? Mhm. Ich weiß gar nicht. Ich spiele einfach und dann werde ich auf einmal fett. Okay. Also ich denke mal... Ja, mit dem Subgift hat er schon zugestimmt. Ey, schon wenn ich das höre, mal, ne? Ich sehe, dass dann diese Pro-Player dieses rote Trinket kaufen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dann nie weiß, wo der gegnerische Jungler ist. Aber ja, ich finde, Top ist fast gankable. Ja, du bist auch Gold. Noch. Natürlich weiß ein Goldspieler nicht, wo der gegnerische Jungler ist. Ich hätte den smiten sollen, ne? Hä, warum? Also kein Smite für Drugs. Normal hätte er den smiten sollen. Oh no. Der verliert dir mega viel Zeit. Oh, Digga, wait. Ich schwöre, ich bin besser als das. Na, du bist interessant. Vielleicht will er ja Wolfe den smiten. Also ich helfe ihm nicht, Leute. Er muss sich hier beweisen. Ich werde ihm nicht sagen, dass er smiten soll, aber ich muss echt sagen, mein Autismus triggert gerade. Wo ist denn der Enemy Jungler? Oh, keine Ahnung. Ich spiele gerade low-key auf Autopilot, was halt eigentlich schlecht ist. Autopilot ist das, was du machst, wenn du nicht nachdenkst. Du solltest, wenn du sagst, dass du auf dir Level bist, automatisch wissen, wo der Enemy Jungler ist, ohne großartig darauf zu achten. Du solltest vielleicht auch automatisch anfangen, mal hier nicht deine Smites nicht so krass zu stacken. Ja, yeah, es kommt für dieses Clash, eigentlich mache ich sowas nicht. Aber ja, irgendwas ist weird. Ey Bro, ich kann mir vorstellen, dass du sowas in der Art schon viel zu oft gehört hast, aber ich verspreche dir, ich bin einer der talentiertesten Spieler, die du jemals getroffen haben wirst. Falls du mir erlaubst, mich irgendwie vorzustellen, gameplay-technisch oder so, aber ich bin halt stacking neuer, you know? Aber Bro, ich verspreche dir, ich bin anders, okay? Und ich weiß auch, dass übel frech von mir ist und low-key arrogant, dich kostenlos nach deiner Zeit zu fragen. Ich weiß, wie viel sie wert ist oder halt generell, wie viel du verlangst. Gerechtfertigt. Aber Bro, bitte gib mir eine Chance. Holy shit. Ich bin anders. Ich verspreche dir, ich bin anders. Es ist nicht mal close. Du wirst denken, dass ich dich verarsche, wenn du mein Gameplay siehst. Wenn du dann die Elo siehst, in der ich bin. Versprochen, Bro. Please. Wie geht's weiter für dich? Also ich jetzt Bot-Jungle gemacht und dann Bot gegankt. Aber irgendwie ist jetzt extrem Fiesta. Hm. Jetzt mal gucken, was passiert. Ey Leute, schreibt mir nicht ehrenlos, okay? Schreibt mir nicht ehrenlos. Viel. Er wusste von Anfang an, worauf er sich einlässt. Und ich habe ihm gesagt, Digga, wenn er nicht delivered, wird er zum Meme. Ich kann sie jetzt nicht contesten. Ich finde, wer mit so einem Ego ankommt, talk shit, get hit. Entweder delivert er und alle sagen, oh mein Gott, er ist krass. Oder er verkackt und alle werden sagen, er ist scheiße. Die Lanes zu Gang sind irgendwie awkward. Ich könnte Bot, denke ich, wegen Lux. Ich habe gesagt, ich krieg so oder so Content. Also wenn Bart halt den Stun trifft. Musst du denn als Jungler Lanes ganken? Muss nicht, aber ist schon hilfreich, denke ich. Also vor allem als Nidalee. Ich habe als Coach immer eine Regel gehabt, okay? Immer eine Regel. Aber by the way, also falls er mich wirklich überzeugt, dass er mindestens Dia ist, ja, er hat selbst gesagt, er kann mindestens Dia schaffen, schenke ich ihm 2 Stunden und die Stunde hier ist schon umsonst. Also sagt nicht ehrenlos. Genau, und ich hatte als Coach immer eine Regel. Wer abgehoben ist und nicht delivern kann, den hole ich immer auf den Boden runter. So. Jedes Mal. Warum? Damit ihr langfristig nicht diese scheiß Spieler in eurem Team habt, die Scheiße bauen, nicht einsehen, dass sie Scheiße gebaut haben oder einfach flamen. So weit gappt mich hart gerade. Na, ist auch nicht schwer, du machst ja nichts in dem Game. Ja. Yeah. Was macht der Nidalee als Champion aus? Starkes Early? Ist das so? Oder Snowball gut? Ich finde nicht. Ich brauche schon so meine 1-2 Items, bis ich irgendwas machen kann, habe ich das Gefühl. Sowas habe ich noch nie gesehen. Digga, der Bart ist einfach so gut, ne? Ah ja, bei Show für den Wade nach, das ist gut. Das ist das Beste, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Kleiner Fun Fact: Er hätte die Serie gewone-shottet, wenn sein First Strike nicht an der Dingens ausgegangen wäre, an der Nidalee-Falle. Aber ey, jetzt hast du dich ein bisschen ins Game reingefunden, oder? Ich denke schon. Aber sagst du ja, du kannst gut Snowball, no? Yeah. Warum willst du Drachen nicht machen? Boah, ey, das ist so ein Ding. Also, ich denke, das war jetzt Botzeit sein wird. Mal gucken, ob wir ihn aus der Erfassung Also, ich denke nicht, dass sie weiß, mal dass gucken, er weg ist. Wenn er sich verarschen lässt. Wenn er sich verarschen lässt, wie ein Goldspieler. Ich bin low on HP. Cringe. Wenn die dann kommen, die killen uns safe. Dann hat sie wieder Ult und so. Und ich war noch nicht back. Und Drachen generell, ich habe das Gefühl, die slowen einen richtig down. Ja, warum? Weil man immer so eine Stunde dafür braucht. Und ist auch irgendwie riskant. Wenn ich da sterbe, dann so. Wie einfach ein Vorteil, was ich bekommen habe. True. Und Drake nichts zu machen, war eine gute Entscheidung. Es wäre dann gut gewesen, wenn die Vayne hingekommen wäre. Er hat auch keine Ahnung, wo die Vi ist. Er ist ja nichts. Er ist ja nichts. Es passiert vielleicht irgendwo, ja, irgendwie irgendwas. Und dann moved er. Der ist da. Warte, warum machen wir jetzt doch Drache? Ich dachte, der dauert 200 Jahre. Ja, mein Top-Jungle ist eh weg. Wo weißt du das? Der könnte weg sein. Also, Vi wäre gerade top. Also, wenn ich Vi gewesen wäre,
nach dem Gang Top, nachdem er die Lau gekillt hat, wäre ich safe entweder Herald oder zu meinem Jungle gegangen. Okay, und was ist jetzt? Jetzt hast du doch Zeit verloren, oder nicht? Nach deiner Logik? Du sagst ja, der Drache slowt dich vorunter. Ich hatte ja, also mit der Annahme, dass mein Jungle weg ist oben, kann ich ja nichts anderes machen. Okay, du kannst sie invaden. Ich glaube, die macht mich locker. Aber sie und war doch Bot-Side oben. Jungle hab ich schon. Ich habe ihren Botschaft-Jungle schon gemacht, oder? Nein, das ist doch gespawnt. Ja, yeah, I guess. Ich mach den immer nur, wenn er so komplett freeze. Ja, da war doch komplett free. Davor? Ja, normal. Ich meine, das war ja auf dem Weg Botlane war, aber... Nein, sie hat doch Herald gemacht. Hättest du den Drachen überhaupt erst so, gar nicht angefangen? Da schon, da schon. Deren... Ja, natürlich. Ich dachte, du meinst es da, wo du gefragt hast, wieso ich ihn nicht gemacht habe. Alter, er ist, was ist das, Digga? Der River ist Lava oder was? Hat er jetzt schon einmal auf die Lane so richtig geblickt? Was juckt mich unten? Unten kann er gar nichts mehr machen, wie jemand in der Mundo. Also vielleicht kriege ich das manchmal nicht mit, weil ich in den Chat reingucke, ne? Das ist natürlich fair. Den will er doch nicht diven. Der Play geht nur dann auf, wenn der Mundo reinscheißt. Oh, Digga, Mundo respectable. Und der Mundo scheißt rein. Wo willst du in den nächsten paar Minuten sein? Wie, wo? Ja, worauf erzählst du in den nächsten paar Minuten wieder? Die Wei macht eben Botlane Play, normal geht sie hoch. Leute, das ist Jungle Tracking für Idioten. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich spiel grad übel planlos. Okay. Nochmal, Leute, schaut euch das hier an. Sowas in der Art schon viel zu oft gehört hast. Aber ich verspreche dir, ich bin einer der talentiertesten Spieler, die du jemals getroffen haben wirst. Falls du mir erlaubst, mich irgendwie vorzustellen. Gameplay-technisch oder so. Aber ich bin halt stuck in Neuler, you know? Aber Bro, ich verspreche dir, ich bin anders, okay? Ah. Und ich weiß auch, dass übel frech von mir ist und low-key arrogant, oh, dich kostenlos nach deiner Zeit zu fragen, weil ich weiß, wie viel sie wert ist. Oder halt generell, wie viel du verlangst, gerechtfertigt. Aber Bro, bitte gib mir eine Chance. Holy shit, ich bin anders. Ich verspreche dir, ich bin anders. Es ist nicht mal close. Du wirst denken, dass ich dich verarsche, wenn du mein Gameplay siehst. Wenn du dann die Elo siehst, in der ich bin. Ich bin versprochen, Bro. Please! Warum? Du bist doch 2-1-3, no? Wie kannst du damit useless sein? Ich mach nichts, aber... Okay, was würdest du denn anders machen? Ich hätte wahrscheinlich mehr um Bot spielen müssen. Nein, das mach ich nicht. Du meinst ja, im Normalfall spielst du anders. Was hättest du denn anders gemacht? Also in diesem Spiel... Ja. Hätte ich mich wahrscheinlich insgesamt mehr auf Bot fokussiert. Also es wäre es gewesen, weil Bot war viel Action und ich meine, aber bei geht voll. Ja, keine Ahnung, vielleicht nicht mehr Counter ganken müssen. Ja, du weißt doch nicht mal, wo die Wei ist. Du hast doch nie darauf geachtet. Yeah, true. Der Speer kam auch sehr slow. Sein OPGG ist auch kompletter Shit, der da Bullshit. Der schafft das nicht. Also ich achte ja nicht auf seine Stats, ne? Ich frag mich ja eher, wie kommen wir da hin? Hätte ich auch einfach smiten können. Er hätte W-Smite machen können und danach direkt raus. Ey, Chat, es gibt 5 Subgifts für euch, ne? Müsste ein Free Herald sein. Warum? Weil alle Botlane sind. Vor allem der TP von Mundo. Also ist ja legit gar keiner hier. Was hast du mit dem Herald vor? Boah, keine Ahnung. Den Herald mag ich viel mehr als Ding. Als den Drachen. Einfach weil er 1000 mitnimmt. Aber wie man ihn so richtig setzt, legit keine Ahnung. Ich setze ihn einfach. Ey, Bro, ich kann mir vorstellen, dass du sowas in der Art schon viel zu oft gehört hast. Okay, also falls du es nicht bemerkt hast, der Bart spielt das Game die ganze Zeit proaktiv, versucht auf für Picks zu gehen. Wär's denn, wenn du mal deinen Speer aus deinem Arsch ziehen würdest und mal anfängst, mit dem mal zusammen was zu machen, anstatt dir irgendwelche Solo-Bodo-Aktionen zu machen oder so? Ich weiß es gar nicht. Du bist 2-2-6, du eierst rum, bist vielleicht per Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber mehr machst du auch nicht. Und einfach Jungle Farm kann ich auch. True. Das Beste. Also ich habe schon bemerkt, dass Bart viele Plays macht oder versucht sie zu machen. Ich hoffe, du bemerkst auch, dass du schon die ganze Zeit 2 Smite-Stacks hast. Yeah. Hä, legit? Oh no, ich weiß gar nicht, ob ich 2 Stacks... Eigentlich nicht. Da gerade steht die Zahl 2 dran. Nein, ich weiß. Aber eigentlich habe ich nie 2 Stacks. Vor allem hier, ich habe daran gedacht, die zu smiten, weil du sonst was sagst. Aber dann habe ich einfach nicht geswitet, so. Oh, damn. Ich verspreche dir, ich bin einer der talentiertesten Spieler, die du jemals getroffen haben wirst. I guess worth? Ich weiß nicht. 2 für 1. Worth. Warte, Leute, während der Fight beginnt, passt auf. Fight geht los, right? Ey, Bro, ich kann mir vorstellen, dass du sowas in der Art schon viel zu oft gehört hast. Aber ich verspreche dir, ich bin einer der talentiertesten Spieler, die du jemals getroffen haben wirst. Falls du mir erlaubst, mich irgendwie vorzustellen, ein
gameplay-technisch oder so. Aber ich bin halt stuck in Neuland, you know? Aber Bro, ich verspreche dir, ich bin anders, okay? Was denkst du denn, was ich jetzt davon halten soll? Ey, ich würde genauso denken, wie du denkst. 100%. Ich habe mir den OPGG angesehen. Egal, was du spielst, du scheiß rein. Außer Lee. Der Lee ist eigentlich ganz okay. Hast du Rank geguckt, oder? Ich habe mir den OPGG angeguckt. Hab ich mir jetzt gerade erst das erste Mal angeguckt, ne? Wollte unbiased reingehen. Also du scheiß auf allem, was du spielst. Mit Ausnahme von... Warte mal, ich weiß gar nicht, ob das nach Dingen sortiert ist. Okay, Moment, ich habe sogar noch nach Flex sortiert. Also dein Lee ist ein bisschen schlechter, aber du hast generell auch nicht unbedingt die beste Winrate. Also wenn der Kollege sagt, wenn du mehr spielst, glaube ich dir das nicht, weil du hast eine 51%ige Winrate. Technisch gesehen 50, weil du hast 40 Wins und 39 Lose. Ja, aber du farmst so scheiße mit allem, was du spielst. Außer dein Draven, aber es sind nur 3 Games. Digga, wie kannst du auf so vielen Games so viele Champions spielen? Wait, ist das ein neuer Account von dir? Nein. Das ist dein erster Account? Nicht erster. Aber seit einem Jahr, glaube ich, mein Main. Nicht ja, ich weiß gar nicht. Warum hast du einen neuen Account gebraucht? Ich wurde gebannt. Warum? Ich war toxic. Jetzt kommt gerade alles zusammen, Guys. Jetzt kommt gerade alles zusammen. Ich weiß nicht. Ja, ist vorbei. Okay. Wolltest du was sagen? Ich habe schon sehr erst gespielt. Ja, that's true. Aber es gibt ja genug Indizien, die dafür sprechen, dass es ja irrelevant ist. Also jetzt dieses Game hier. Das irrelevant ist, dass ich schlecht gespielt habe. Ja. Komm mal in die Übertragung rein. Yes. Sieht natürlich sehr gut aus, wenn hier alles sehr blau ist. Aber wenn wir weiter gucken, ist ja auch wieder sehr viel Rotes mit dabei. Du hast generell, egal was du spielst, also mit außer von Lee Sin, da bist du Stat-wise, was das eigentlich gut dabei, bist du sonst sehr oft am Sterben. Ja. Das sieht zwar cool aus, 50% Winrate, du hast voll die Feeder-Stats. Das stimmt. Technisch, also du hast nichts, wo ich sage, deine Winrate hier, also wenn du mehr Games, okay, jetzt hast du den einen Loose drin, ist eigentlich bei 50%. Du gehörst genau hierhin, wo du gerade bist. Kann sein. Und, also ich weiß nicht, was deine Kollegen da sehen. Vielleicht bist du mal in einem Game gut oder so, oder es ist dann natürlich auch als Jungler auch leichter, etwas zu machen, wenn du Leute hast, die sagen, komm ganken, komm diven, oder hey, oder die hier Perma-Prio haben, was weiß ich auch, alles und jenes. Aber das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, weil im Endeffekt, also du hast recht, wäre ich an deiner Stelle, ich würde genauso denken und ich kann auch nichts sagen, was ich jetzt umstimmen würde. Deswegen weiß ich nicht, was ich sagen soll. Sag doch einfach raus. Aber ich stelle halt die Frage, aufgrund von was könntest du mir jetzt präsentieren? Ich habe dir ein Game zugesehen, war komplette Grütze. Ja. Also ich mach mal als Beispiel. Du spielst auch Lane, ne? Du spielst auch ADC. Last hittest du automatisch? Ich denke schon. Dann ist es dein Autopilot. Wenn du Nidalee spielst, wirst du auch Speer und machst doch meistens automatisch halt, jumpst du drauf und machst dann deine Combo, richtig? Eigentlich nicht. Was machst du sonst, nachdem du Speer geworfen hast? Zugucken? Also, kommt halt auf die Situation an, wenn es Freekill ist, dann grundsätzlich, jump ich, wenn du den Speer wirfst und hittest, jumpst du rein und bearbeitest den Gegner. Ist doch grundsätzlich einfach so, oder nicht? Okay. Wie jetzt, okay. Meinst du, ist das auf mich bezogen oder auf Nidalee generell? So, man macht es, wenn man den Spiel trifft. Auf generell. Es geht mir auch um deine Combo. Wenn ich dich frage, ey, wie machst du mit Lee Sin den meisten Damage? Ja, dann sagst du, keine Ahnung, ich mach Q, E, Paortex, Ulti, Q2. Mhm. So, das ist dann dein Autopilot. Und wenn dein Autopilot ist, ja, Jungle, wo der ist, hab ich keine Ahnung. Oh, was? Die weiß oben, oh, hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Oder halt solche Sachen. Dann ist das einfach nichts. Also ich habe das ja auch ganz oft, auch wenn Girls mal hier sind, die haben dann da ihren Grandmaster Challenger Boyfriend, der zu ihnen sagt, oh nee, du bist nicht Silber, du bist mindestens Platin. Ja, dann spielen die Duo mit der, hauen die auf Platin und haben das Gefühl, die gehören da gar nicht hin. Oder die glauben dann auch manchmal sogar, die gehören da hin. Deswegen frage ich dich jetzt, womit könntest du mich jetzt überzeugen? Weil du bist ja sehr, sehr überzeugt von dir. Eigentlich schon. Also, guck mal, ich soll mechanisch gut sein. Nein, ich konnte nichts machen. Erwarte ich gar nicht. Habe ich nie erwartet von dir. Ich habe kein einziges Ich meine, okay, ich bin mechanisch besser als makrotechnisch. Und was hast du denn hier mechanisches gemacht? Ich konnte nicht. Also es war sehr awkward, irgendwie dieses Spiel zu spielen. Ich wollte es nicht sagen, weil das ist legit so excuse. Aber ich weiß nicht, ob es am Stream lag, also dass ich gestreamt habe. Weißt du, was mechanically starke Spieler machen? Die kannst suchen? Du mal Ding? Kann ich? Okay, sag du zuerst. Nein, sag du zuerst. Oh, ich weiß gar nicht. Sag doch einfach. Na, Bro, das Ding ist so, ich kann nichts, ich weiß, wie ich rüberkomme, wie dieser klassische, ich bin besser als ich Ding. Ich weiß, ich kann es auch nicht anders beweisen. Okay, warte, pass auf. Pass auf. Wir machen mal Ding. Also, pass auf.
Ich spiele im Moment wieder ein bisschen Solo-Queue und ich spiele sehr viel Ezreal. Ja. Wenn wir das mal als so ein bisschen ein Vergleich annehmen, ja, ist das gerade mein Account. Und ich habe gerade ein bisschen so reingetrollt in Solo-Queue und alles okay. Aber wir beziehen uns mal nur auf den Champion. So, ich habe generell 60% Winrate, ich habe sehr guten Farm, ich habe eine sehr gute KDA, ja. Und wenn ich jetzt sage, ich hatte hier mal ein schlechtes Game, ich spiele die Rolle noch neu. Dann würde ich sagen, okay, ich habe mal jemanden, der spielt die Rolle erst neu, der spielt den Champion erst neu, bei dem läuft overall. Ne? Es macht im Kontext einfach Sinn. So, wenn ich jetzt dich hier als Vergleich nehme, dann könnte ich sagen, hey, bei deinem Lee Sin ist eigentlich ganz gut, ne? Ja. Aber dann sehe ich das ja alles. Dann sehe ich auch, wie du sprichst, während du spielst. Ja, eigentlich spreche ich gar nicht. Also, was heißt, ich spreche nicht, aber ja, es ist komisch, so laut zu sprechen, wenn man zockt. Es ist sehr weird. Das ist okay. Pass auf, das ist völlig fein, ne? Wenn du sagst, ich bin das nicht gewohnt. Aber dann muss ich mich auf Nummern verlassen. Denn die Nummern lügen nicht. True. Und die sagen, ah, scheiße, Bruder, heute ist nicht. Ja, das stimmt schon, dass heute nicht ist. So, und ich glaube auch, dass es einfach generell nicht ist. Denn, warte mal, wo ist es? Was ist, wenn ich innerhalb einem Monat bis Diamond komme, solo? Und dann? Dann hätte ich, you know, ich will's nicht, es ist halt so ein Ding, ich könnte halt Excuses machen, mein Game war irgendwie sehr weird, also es hat sich einfach weird angefühlt, FPS-mäßig, und ich wusste nicht, on-stream, nervös, dies, das, es ist halt einfach true, es spielt schon so ein Ding, und ich spiele immer full-muted, vor allem Nidalee, weil man sich bei der konzentriert. Hey, Bro, das, was du sagst, macht keinen Sinn. Ich werde dir auch keine weitere Chance geben. Ich weiß nicht. Das ist, also ich meine, wenn ich dir das so sage, du hörst dich auch eigentlich wie ein sympathischer Typ an, ne? Aber du bist scheiße. Du kommst her und sagst, ich habe in diesem Game bad performed. Ist okay, das glaube ich dir auch, ne? Wenn du sagst, okay, komm, vor, keine Ahnung, 400, 500 Leuten zu spielen, ist was anderes, bin ich nicht gewohnt, reden, Digga, bin ich nicht gewohnt. Ey, völlig okay, ich sag nichts. Aber du hast doch, bevor du hast jetzt dein 80. Game gespielt, was ist mit den 79 Games davor? Absolut scheiße. 51% Winrate. Also ist doch gut. Also man kann doch sagen 50%. Das eine Game, ob du jetzt 40-39 stehst, ja, oder 40-40, nimmt sich für mich nicht viel. Wie wäre es denn? Und es ist mir egal, was deine Freunde sagen, weil deine Freunde können nicht die Nummern belügen. Die können vielleicht dich belügen, aber nicht die Nummern. Wäre es denn, wenn du einfach mal sagst, ich komme auf den Boden runter, ich sehe vielleicht einfach mal ein, dass ich nach Gold gehöre, und dass Platin mein nächstes Ziel ist und nicht, dass ich mindestens Dia bin und nicht, dass wenn ich mehr spiele, dass es funktioniert. Denn das ist nicht dein erster Account, das ist auch dein zweiter Account. Was würdest du dann sagen, wenn ich es innerhalb eines Monats schaffe? Gar nichts. Du sollst nicht mir etwas beweisen, du sollst dir selbst etwas beweisen. Du kannst dich selbst anlügen und ankopen, wie auch immer du möchtest, das wird nichts an deiner Elo verändern. Das wird gar nichts daran ändern. Das ist es doch. Solange du nicht selbst einsiehst, Alter, ich bin scheiße, ich bin Gold, wie willst du denn an Platin hitten? Guck mal, das Ding ist, würde ich jetzt innerhalb eines Monats Diamond hitten, dann wäre das, was du jetzt sagst, über mich falsch. Dass ich dein Goldspieler bin. Das stimmt. Aber das ist halt das Ding. Ich würde das gerne disproven. Bro, ich will auch nicht Bro, das sollte dir egal sein, was ich denke. Ich bestimme doch nicht deinen Wert. Wenn du selbst der Meinung bist, ich gehöre nach dir, dann spielst du wie ein Dia und dann kommst du nach dir. Das ist es. Das Ding ist, ich spiele halt hauptsächlich für Fun. Ich weiß, es hört sich weak an, I know. Chat chillt. Ich spiele halt für Fun. So, ich habe noch nie so richtig getryoutet aus den Teammates. Halt. Aber so richtig hinhocken auf Ernst Solo Queue habe ich noch nicht. Und wenn ich was zu beweisen hätte, könnte es sein, dass ich mich dann vielleicht anstrenge und dann wirklich durchziehe. So einen Gedanken habe ich. Das weißt du, sein. So. Das kann sein, aber like, ich spiele auch Ranked aus Fun und du hast einfach mehr Games gemacht als ich. Und aus Fun zu spielen, so, Bro, wenn ich aus Fun spiele, mache ich Master. Wenn du mindestens nach Dia gehörst, dann kommst du aus Fun chillig nach Platin. Ganz chillig, ganz entspannt. Hä, sollte ich bestimmt. Also, ja doch, sollte ich. So. Wenn ich ein bisschen, ja doch. Und die aus dem Chat, das ist fair, was die sagen. Wenn du sagst, du brauchst Motivation, warum hast du denn jetzt nicht getryhardet, weil ich dir dann 2 Stunden geschenkt hätte? Boah, that's true. Ist Cope. Also aus meiner Sicht ist alles Cope. Ja, ich versteh's. So, wenn du dich anstrengen willst, dann tu das für dich und nicht für irgendjemand anderen. Wenn du etwas beweisen willst, beweis es für dich und nicht für irgendjemand anderen. Was hast du denn davon, wenn ich denke, boah, Digga, okay, ich hätte dir 2 Stunden Coaching geschenkt, ne? Aber was hättest du denn dann davon, mich zu überzeugen? Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich, keine Ahnung. Siehst du? Was davon hätte. Hä? Ich denke halt übel viel von dir als Mensch und als Spieler. Das ist zwar okay. Also ist doch total cool. Und,
Und dann wäre es halt nice irgendwie. Ich habe halt legit mit meinem Masters-Spieler, Freund, Kumpel, mit dem, wir spielen halt und wir reden dabei, wir haben nur so, einfach so for fun irgendwie, aber dieses richtige Sweat hier, ich weiß nicht wieso, weißt du? Und ich habe halt gedacht, vor allem, weil früher, Bro, so als Kind, ne, wenn man so, was hat man, aufschaut. Ey, pass auf, wenn ich mit einem Girl spiele, ja, wenn ich mit der Aram bin oder sowas, oder ich mal ADC spiele und sie da supportet, sage ich zu ihr auch mal, dass sie besser ist, als sie ist. Man möchte natürlich nicht Gefühle von Freunden und sowas verletzen. Aber wenn du in ein Normal Game reingehst mit deinem Homie, hey, Digga, ist ein Normal Game. Like, who gives a fuck, man? Es sind keine. Es ist eigentlich Flex, aber ich weiß nicht. Wenn du Flex reingehst, Digga, who gives a fuck? Flex spiele ich, mache ich 24/7 Uga Buga. Digga, in Flex spiele ich fucking Shyvana Midlane, weil mir langweilig ist. Wo ist das hier? Leute, ich hab fucking Shyvana Midlane gespielt. Hier, AP Shyvana Midlane. Die Leute in Flex sind so pissbad einfach. Da kannst du AP Shyvana Midlane spielen. War actually ganz cool, wenn ich ehrlich sein soll. Ich hab Ezreal Midlane gespielt. Einfach, weil ich ihn spielen wollte. Niemand achtet auf Flex. Und wenn du mit ihm spielst, Bro. Also nicht, dass du es tust, ne? Was, wenn ich es gemacht habe? Digga, dann peinlich. Dann ja, peinlich. Für weil, wen? Für dich, weil du hast eine 50%ige Winrate und einige dieser Games hast du dann wohl mit deinem Kollegen gewonnen. So, nein, nicht so. Das heißt, du bist ja sogar noch weiter unten in der Winrate. Also ich habe nicht mit ihm gespielt, gell? Ich habe mit dem Fuck was werden. Kein Duke, wir hatten nur Flex gespielt. Okay. Ja, ich meine, ich verstehe komplett. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Aber alleine deswegen, aus Prinzip, würde ich jetzt irgendwie klampen wollen. Einfach um dir einen Screenshot zu schicken, hier, was du gesagt hattest, war falsch. Das kannst du gerne machen. Oh, stimmt, du schuldest im Chat noch Subgift. Ja. Wettschulden sind Ehrenschulden. Aber ich gönne das in ein paar Tagen. Wie bitte? Ich würde dann in nur ein paar Tagen giften. Okay, gut. Hast du da noch was? Ich denke nicht. Aber du wirst sehen, gell? Dieses Screenshot auf Insta wirst du bekommen. Okay. Die Subgift kannst du dir sparen. Like, wenn du kein Geld für die Subgift hast, bist du wahrscheinlich ein Brokey. Dann potenziell. Bleib lieber bei dir in deiner Kasse. Hi. Okay. Hatte. Ich bin dann weg. Also, ciao, Bro. Bye-bye.